Angela Merkel, Sigmar Gabriel, Sie dachten, Sie könnten ein Freihandelsabkommen unbemerkt hinter unserem Rücken durchdrücken. Doch das lassen wir uns nicht gefallen. Deswegen gehen wir jetzt auf die Straße. 250.000 Menschen letztes Jahr in Berlin. 90.000 Menschen im April in Hannover. Heute sollen es noch mehr Menschen werden. Wir gehen auf die Straße. Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. Wir kämpfen für unsere Demokratie. Wir wollen keine Abkommen mehr, die nur der Wirtschaft nützen und uns allen schaden. Wir wollen kein TTIP und wir wollen kein CETA. Bei den Abkommen geht es nur am Rande um Handel. Es geht nur am Rande um Zollabbau oder um Subventionen. Es geht um viel mehr. TTIP und CETA werden tief in unseren Lebensalltag eingreifen. Es geht um Verbraucherschutz. Es geht um Lebensmittelsicherheit. Es geht um Tierhaltung. Es geht um Arbeitnehmerinnenrechte. All diese Rechte, all diese Schutzstandards sollen nun einem Freihandelsabkommen zum Opfer fallen. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, das lassen wir uns nicht bieten. Dringend notwendige Verbesserungen werden mit TTIP und CETA kaum mehr möglich sein. Bei der Weiterentwicklung von gesellschaftspolitischen Standards machen wir uns abhängig von unserem Handelspartner. Das ist ein Angriff auf die Demokratie. TTIP und CETA beschränken den Handlungsspielraum von Parlamenten, sowohl hier in Deutschland, in der EU, aber auch in Kanada und den USA. Unsere Stimme als Wählerinnen und Wähler wird durch TTIP und CETA entwertet. Das nehmen wir nicht hin. Sigmar Gabriel, Angela Merkel, damit kommt ihr nicht durch. Das Vorsorgeprinzip, ein Grundprinzip des europäischen Gesundheitsschutzes, das dafür sorgt, dass keine gesundheitsgefährdenden Chemikalien auf unseren Markt kommen dürfen. Dieses Vorsorgeprinzip ist nicht mit einem Wort in den 1600 Seiten des CETA-Textes erwähnt. Es wird durch den Vertrag ausgehebelt. So weit darf es nicht kommen. TTIP sei tot, sagt Sigmar Gabriel. CETA hingegen sei das gute Abkommen. Das stimmt aber nicht. CETA ist genauso brandgefährlich wie TTIP. Jetzt zu sagen, TTIP sei tot, das ist ein billiger Trick. Ein billiger Trick, um jetzt CETA unbemerkt durchzudrücken. Und wenn der Protest verstummt ist, TTIP wieder aus der Schublade zu holen. Auf diesen billigen Trick fallen wir nicht rein. Wir wollen endlich, dass Menschen im Mittelpunkt der Politik stehen. Wir wollen einen fairen Welthandel. Rassistische, rechtspopulistische, antiamerikanische Positionen haben bei uns nichts verloren. Uns geht es um die Verteidigung sozialer Rechte für alle. Uns geht es um den Schutz der Umwelt, um den Schutz von Verbraucherstandards, um die Förderung der Demokratie. Wir sind viele und wir sind laut. Leipzig, gemeinsam gehen wir jetzt auf die Straße, gemeinsam stoppen wir TTIP und CETA.